Grenzenlos im österreichischen Tirol. Atemberaubende Naturschönheiten. Gelebtes Brauchtum. Und jede Menge Sport und Action. Im Sommer wie im Winter. Die Menschen hier legen großen Wert auf Tradition. Auch wenn es um die Wahl der schönsten Kuh geht. Es gibt für mich kein anderes Thema als die braune Kuh in der Rinderzucht. Die Tiroler wollen hoch hinaus und haben ein ganz besonderes Museum gebaut. Auf über 2000 Metern Höhe. Hat es in Europa noch nie gegeben, einzigartig. Die Menschen hier lieben die Natur und sind echte Adrenalin-Junkies. Sau geil! Ich hab schon vor wie eine Waschmaschine. Tirol. Das Herz der Alpen. Tirol besteht nicht nur aus hohen Bergen. Auch auf dem Wasser hat das Bundesland viel zu bieten. Zum Beispiel am größten See Tirols, dem 9 Kilometer langen Achensee. Servus, ich bin der Herwig. Ich mache euch nass. Herwig Tobias ist ausgebildeter Canyoning-Führer und bietet Touren in allen Schwierigkeitsstufen an. Bei wechselhaftem Wetter muss er besonders wachsam sein. Sonst kann es lebensgefährlich werden. Bisher hat er aber noch jeden unbeschadet wieder nach Hause gebracht. Ja, beim Canyoning ist halt so, kann man bei jedem Wetter machen, auch bei Regen. Es darf halt nicht zu stark regnen, weil dann wird das Wasser zu viel in der Schlucht. Zu viel Wasser, zu viel Strömung, dass man die Leute wegspült und dass man einfach nicht mehr das Wasser unter Kontrolle hat. Gell? Dann wird es gefährlich. Heute wird er zwei Gäste aus Bayern durch die Schlucht des Flusses Seeache führen. Sanna hat so etwas schon einmal gemacht. Für André ist es das erste Mal. Cool, ist es gefährlich? Mit mir ist es nicht gefährlich. Ist natürlich ein Autosport. Bin ich froh. Ja. Jeder Autosport hat natürlich ein gewisses Verletzungsrisiko. Das ist beim Radfahren so, das ist beim Wandern so. Das Risiko ist da nicht größer. Wenn ihr jetzt das macht, was ich sage, nachher ist das Risiko in einem tolerierbaren Bereich und wir haben einen riesen Spaß dabei. Okay. Man geht einfach in eine Schlucht hinein und das ist abgeschiedener. Und das ist halt das Besondere, dass man dann da die Naturgewalt vom Wasser und einfach ja, die Szenerie, das glasklare Wasser, die Gumpen und die Vegetation einfach den Gästen auch einfach näher bringen kann. Gewöhnungsbedürftig ist das 8 Grad kalte Wasser, in das alle gleich springen werden. Gut, dass Herwig dicke Neoprenanzüge bereithält. Also wir sind sowieso gern viel am Wasser unterwegs. Wir paddeln viel, surfen und ich habe André das zum Geburtstag geschenkt. Ja, fand's eine gute Idee. Ich bin einfach mal gespannt, was da auf mich zukommt. Und dann natürlich, logisch, Adrenalin. Klar, wenn du irgendwo runterhupst. Schauen wir mal. 66 Euro pro Person kostet eine Halbtagstour. Die einfachste kann man sogar problemlos mit Kindern machen. Also aufpassen jetzt beim Canyoning. Die Steine sind ziemlich rutschig, gell? Da ist so ein bisschen Alge drauf. Also geht's vorsichtig, geht's langsam, geht's so schnell, wie ihr euch sicher fühlt. Braucht nicht mehr nachlaufen. Einfach eigenen Speed, dass man da sicher unterwegs ist. Canyoning, auch Schluchteln genannt, etablierte sich Ende der 1990er und wird seither immer beliebter. Jetzt sind wir abgekühlt, jetzt kommen wir zum ersten Sprung, 1,5 Meter. Einfach in diese Richtung reinspringen, Arme nach hinten und nach vorne strecken, überkreuzen und so leicht im Sitzen aufkommen. Okay, ich zeig's euch einfach einmal vor. Ja. Mach du. Ja, Leute. Beim Schluchteln trifft Abenteuer auf Naturerlebnis. Eine Kombination, die glücklich macht. Die Freude für die Leute, gell? Also die, was zuerst einmal einfach ein bisschen, ja, was erwartet mich? Und dann auf einmal, wenn sie das einfach sehen und einen Spaß haben, wie sie dann aufblühen, wie sie ein Lächeln im Gesicht haben, das ist selber lässig. Neben Sprüngen, Rutschen, Klettern und Abseilen können Besucher hier sogar mit einem Flying Fox über den See jagen.
da zu arbeiten, wo andere ihren Urlaub verbringen, ist für Herwig ein großes Privileg. Jetzt mal wieder, wenn ich durchgehe, manchmal ist das Licht anders, dann ist es für mich auch immer ganz was Lässiges. Manchmal hängt der Nebel drinnen, also es ist nicht immer das Gleiche, es ist immer Abwechslung dabei. Gell? Alleine sollte man so eine Tour auf keinen Fall machen. Das hat schon manch einem das Leben gekostet. Mit Profi Herwig ist man sicher unterwegs. Er kennt die Flussläufe und Wassergegebenheiten genau und kann sie richtig einschätzen. Ja, also ich gehe vor der Saison immer jede Schlucht ab, schaue, ob sich was geändert hat, die Tiefen vom Wasser. Manchmal sind auch neue Steine drinnen oder Becken werden zugeschottert. Ja, die können tiefer oder seichter werden. Manchmal liegt auch ein totes Tier vom Winter drinnen. Und das muss ich halt dann entfernen, weil das fängt dann zum Stinken an. Also man richtet die Tour her und man weiß dann genau, wo man springt, wohin man springt und dass das alles safe ist für die Gäste. Ein Highlight der Tour ist diese Wildwasserrutsche. Sau geil! Ich bin schon vor wie in der Waschmaschine. Also plötzlich ist alles weiß und es dreht sich und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Mutige können auf dieser Tour von einem Felsen 5 Meter in die Tiefe springen. Hier unten ist eine Felsplatte. Wenn man zu weit springt, dann ist das Wasser nur so tief. Wenn man da vorhin springt, passt es. Deswegen springe ich vor, stelle mich auf die Untiefe und dann kann der Gast springen. Wer sich nicht traut, der kann auf Herwigs Touren auch alle Sprünge umlaufen. Wer allerdings mehr Adrenalin wünscht, für den packt Herwig noch ein paar Meter drauf. Also hier bei unseren Touren springt man so maximal bis 8-9 Metern. Es gibt Touren, da springt man bis 15 Meter, 20 Meter. Und der Weltrekordsprung, wenn ich nicht, ist glaube ich irgendwo so bei 58 Meter oder sowas. Also richtig zach. Zach, also schwierig, war die heutige Tour überhaupt nicht. Und Andres Geburtstagsgeschenk ein voller Erfolg. Unglaublich viele Eindrücke, wenn man doch sehr viel einmal unter Wasser ist und mitgerissen wird. Und man muss sich einmal fallen lassen, man muss aus seiner Komfortzone raus. Schöne, runde Geschichte und ein super Geschenk. Herwig hat seinen Traumberuf gefunden. Was will man mehr? Eigentlich bin ich schon zufrieden, wie es jetzt ist. Gell? Also einfach, dass es so weitergeht. Dass ich meinen Beruf da am Aachensee machen kann. Und ja, dass die Natur so bleibt, wie sie ist. Nach mehreren Stunden Abenteuer im eiskalten Wasser geht es jetzt zurück ins Trockene. Tirol ist das drittgrößte Bundesland Österreichs. Im Norden grenzt es direkt an Bayern. Die Region ist halb so groß wie Hessen, aber mit rund 757.000 Menschen sehr dünn besiedelt. Traumhafte Bergkulissen, wilde Flüsse und die höchsten Gipfel Österreichs. Tirol ist das Herz der Alpen und an Schönheit kaum zu übertreffen. Dazu kommen malerisch verträumte Städtchen, gastfreundliche Menschen und ein Freizeitangebot, das man in dieser Fülle selten findet. Egal ob im Sommer oder Winter, Tirol bietet für jeden die passende Mischung aus Sport, Spaß und Action. Das Tuxertal erstreckt sich westlich von Meierhofen. Hier leben echte Schönheitsköniginnen. Reinhard Fankhauser ist Landwirt. Auf seinem Hof züchtet er Braunvieh, eine besonders robuste und schöne Rinderrasse.
mein Bezug zu den Kühen ist ganz intensiver. Ich sehe sie nicht als Milchmaschine. Wir verbringen einfach 365 Tage im Jahr mit den Kühen. Dieses besonders hübsche Exemplar will er auf dem Gauderfest präsentieren. Dem größten Trachtenfest Österreichs, das jedes Jahr im Zillertal stattfindet. Reinhard möchte den Preis für die schönste Kuh gewinnen. Dafür muss Kuhdame Silvia erstmal in den hofeigenen Beauty-Salon. Die Kuh wird geschoren, wird dann später gewaschen. Wir waren mit dieser Kuh schon als Rind unterwegs und haben immer die vorderen Ränge mitgespielt mit dieser Kuh. Mitarbeiterin Andrea weiß, worauf es ankommt. Sie muss ein schönes Alter haben, ein schönes Fundament, ganz schöne Beine muss sie haben. Und natürlich auch muss sie dem Menschen gefallen. Denn wie bei allen Misswahlen kommt es letztendlich auf die Jury an. Das Braunvieh ist hier Kulturgut. Die braune Kuh ist was Besonderes. Es ist das Urrind vom Tirol. Es gibt für mich kein anderes Thema als die braune Kuh in der Rinderzucht. Ich tue aufs Alter einen Spray, damit die Haare noch viel besser rausgehen, so wie die Herren. Doch machen einen Rasierschaum rauf. Mit stoischer Gelassenheit lässt Silvia die Prozedur über sich ergehen. Also man braucht sehr viel Gefühl für Mensch und Tier, weil oftmals der Bauer ist auch nicht ganz einfach. Herzblut, Leidenschaft und natürlich auch die Schermaschinen dazu. Bauer Reinhard hat den Hof von seinem Vater übernommen. Er und seine Helfer kümmern sich mit größter Hingabe um die 45 Tiere. Vor allem jetzt, vor dem wichtigen Trachtenfest. Das Gauderfest ist nicht irgendwas. Das ist, denke ich mal, einer Landesausstellung gleichzustellen in der Wertigkeit, weil das Gauderfest halt doch eines der größten Trachtenfeste im Alpenraum ist. Auch Helferin Michaela ist das bewusst. Die 23-Jährige wollte schon immer auf einem Hof arbeiten, auch wenn das jede Menge Arbeit bedeutet. Es ist schon anstrengend. Also man weiß schon, was man getan hat zum Schluss. Aber die Arbeit lohnt sich. Ich glaube, wir haben das unsere Eltern, Großeltern und noch ein Stück weiter verpflichtet, das Land Tirol in dieser Form weiterzuerhalten, wie wir es übergeben gekriegt haben. Das Gauderfest in Zell, das größte Trachtenfest Österreichs. Seit Jahrhunderten feiern die Menschen im Zillertal damit das Ende des harten Winters. Mit viel Musik, Brauchtum, Bier und heutzutage auch Fahrgeschäften. Beim Gauderfest zelebrieren die Menschen uralte Traditionen wie das Rangeln, eine Form des Ringens. Starke Männer versuchen hier, den Kontrahenten auf den Rücken zu werfen. Und natürlich findet jedes Jahr die Braunvieh-Ausstellung statt, bei der unter anderem die Miss Gauder gewählt wird, die schönste Kuh im Land. Lienz in Osttirol. Rund 12.000 Menschen leben in dem schmucken Städtchen. Einige davon lassen es ordentlich krachen. Hey, ich bin Gabriel und ich bin Late for School. Mit seinem YouTube-Clip Late for School wurde der 18-jährige Biker im vergangenen Jahr zum viralen Phänomen. Über 8,5 Millionen Klicks hat sein Video mittlerweile. Rockstar-Niveau. Das Video hat er in seiner Heimatstadt Lienz aufgenommen. Der Erfolg hat ihn selber überrascht. Seitdem stellt er immer spektakulärere Clips ins Netz. Heute wollen er und sein Cousin Stefan an weiteren Klicks arbeiten. Das neue Video soll ebenfalls in und um Lienz spielen und noch mehr Tricks beinhalten. Da drüben dann bei der Rail würde ich eben, wie gesagt, schon in 180 drüber machen, dass du mich so verfolgen würdest mit der Kamera.
Und dann würde ich so manuell machen zu der Halfpipe. Jeden Trick einfach gleich First Try schaffen wird, ja. Dass man da Geschichte einfach hinter dem Video ganz. Ja, macht. Genau. Also so wie das vorherige Projekt ist schon mit Late Fast Cool, dass man da wieder sowas in der Art macht. Gabriel trainiert seit über 10 Jahren täglich. Das Biken ist seine große Leidenschaft. Einfach durch die Stadt zu cruisen und einfach frei sein, dass man einfach machen kann, was man will. Und niemand, also man ist von niemandem abhängig, dass man irgendwie unterstützt, sondern kann einfach mit einem Bike überall hinfahren und alles machen, was man möchte. Heute möchte er die ersten Szenen seines neuen Videos in den Kasten bekommen. Mit wilden Drehern in der Luft und wieder einer witzigen Story, die er noch nicht verraten möchte. Woher er seine Ideen bekommt, verrät er dagegen schon. Die Ideen, was auch, da lassen mich irgendwie auch teilweise ein bisschen inspirieren von anderen Videos, von anderen Projekten, was andere machen einfach mit demselben Bike. Oder teilweise auch von Skate, von einer komplett anderen Disziplin. Aber natürlich nicht eins zu eins kopieren, weil sonst ist es irgendwie langweilig, wenn es genau das Gleiche ist eben. Und dann probiere ich das ein bisschen umzuformen und denke mir, ja, wie könnte man, was gibt's denn nicht, was hat noch niemand gemacht? Das hat wahrscheinlich tatsächlich noch nie jemand gemacht, geschweige denn gefilmt. Einen Backflip im Eisbärkostüm. Den Clip stellte er Anfang des Jahres auf seinen YouTube-Channel, um den 100.000. Abonnenten zu feiern. Die mittlerweile 170.000 Follower fragen ständig nach noch mehr Action. Und Gabriel liefert. Heute mal mit Wasserhindernis. Ja. Ich mach so, 180, rückwärts, springe rauf, Backwheel, 180 weg. Okay. Was ein bisschen tricky an der ganzen Sache ist, dass in der Mitte das mit Wasser gefüllt ist. Das Ganze macht es ein bisschen tricky. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass das bestenfalls erster Versuch hinhaut. Stürze gehören dazu. Ja, easy. Alles gebrochen, zum Glück noch nicht, aber also Schlüsselbein war leider schon einmal gebrochen. Da hat es mich leider bei einem Sprung die Vorderlage bekommen. Und deswegen hat es mich irgendwie über den Lenker drüber geschleudert, so jetzt einmal, und da irgendwie auf dem Schlüsselbein oder auf der Schulter gelandet. Aber ist dann zum Glück wieder nach ein paar Monaten verheilt. Der nächste Versuch. Sauber. Ist man schon eine Perspektive? Ja, war gut. Ja, perfekt. Nein, den nehmen wir. Ja, okay. Die nächsten Shots spielen in der charmanten Innenstadt. Der Ort am Fuße der Lienza Dolomiten wartet mit über 2000 Sonnenstunden im Jahr auf. Perfekt, um seine Freizeit draußen zu genießen. Die letzte Szene will Gabriel bei Schloss Bruck aufnehmen, einer Festung aus dem 13. Jahrhundert. Das ideale Setting ist eigentlich, dass ich Tag und Nacht eigentlich dort trainieren kann und immer, also ich brauche nicht weit fahren irgendwie, das habe ich eigentlich sozusagen vor der Haustür. Dann ist es einfach cool, dann kennt man die Spots, weiß man, welche Tricks würden geil ausschauen für ein Video, dann nimmt man die auch, ja. Mittlerweile kann der 18-Jährige gut von seinen YouTube- und Werbeeinnahmen leben und strebt zudem eine Karriere als Profi-Biker an. Einen langen Tag auf dem Bike lässt er gerne auf dem Schlossberg mit Blick auf sein Heimatstädtchen ausklingen. Der könnte, glaube ich, ganz cool sein. Boah, ja. Boah, der ist krank. Yes. Also in der Zukunft würde ich auf jeden Fall gerne noch weitere YouTube-Videos drehen, dass es noch krasser und noch professioneller wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite definitiv weiter Downhill fahren, weil ich fahre ja derzeit Weltcup, also Downhill-Weltcup.
und dass ich da wahrscheinlich auch weiterfahren kann. Ja. Dieser junge Osttiroler hat noch einiges vor. Das Unterinntal, 36 Kilometer von der Landeshauptstadt Innsbruck entfernt. Im Bahnhof Jenbach wollen Maschinist Markus und sein Kollege eine historische Dampflok startklar machen. Seit 1902 gibt es den Dampflokverkehr zwischen Jenbach und dem 32 Kilometer entfernten Meierhofen. Vor allem Touristen tuckern damit gemütlich durch Tirols Bergtäler. So, Tim, jetzt lassen wir sie selber arbeiten. Ja. Das Besondere an dem Gerät ist einfach die alte Technik von früher. Also wir haben da keinen Dieselmotor oder sonstiges, sondern wir fahren rein mit dem Wassertrumpf. Da ist keine Elektronik oder sonstige Sachen dabei, sondern wirklich alles rein mechanisch. Und das macht einfach Spaß. Eines von den wichtigsten Sachen ist unser Regler. Wir denken immer an Dampf frei zu den Zylinder. Das ist wie, kann man sagen, beim Auto das Gaspedal. Die Dampflokomotive aus dem Jahr 1909 ist Nostalgie in seiner schönsten Form. Wir haben jetzt das Stadium, dass das Holzfeuer abgebrannt ist und dass jetzt die Kohle selbstständig anbrennt. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Kohle nur nachlegen und dann heißt es einfach nur warten. 370 Grad müssen erreicht werden. Da kommt selbst der härteste Tiroler leicht ins Schwitzen. Also im Hochsommer, dann kann es da schon ganz nicht heiß werden. Also Sauna braucht man keine mehr. Der Dampf über dem Lokschuppen bedeutet nicht, dass ein neuer Papst gewählt wurde, sondern dass die Maschine startklar ist. Traditionspflege ist eine schweißtreibende, aber auch spannende Arbeit. Ich würde sagen, das ist einfach von Anfang bis Ende das ganze Erlebnis. Allein schon die Kraft, was sie freisetzt, wenn die ganzen Züge voll Leute sind. Einfach rundherum, alles ist doch faszinierend. Nach 4 Stunden ist es soweit. Das Dampfross ist auf Temperatur. Und die Fahrt kann endlich losgehen. Wenn man jetzt mit der Lok fährt, auf der Strecke, und man fährt in einen Bahnhof rein, wo ein Haufen Leute sind, alle klatschen und freuen sich, dass der Dampfzug kommt. Und das sind schon schöne Erlebnisse. Wenn die Waggons angekoppelt werden, hat Lokführer Martin seinen großen Auftritt. Morgen. Morgen. Und? Alles klar? Alles klar. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, ja. Alles hochgeschmiert. Alles hochgeschmiert. Ja, passt. Super. Okay, auf das Zeug noch holen. Passt. Alles okay. Die Dampflok fährt mit maximal 35 Kilometern pro Stunde. Eisenbahnromantik wie vor 100 Jahren. Dieser Trachtenverein ist auf dem Weg zu einem Fest und macht schon die Fahrt dorthin zu einem kleinen Erlebnis. Das Zischen der Zylinder, das Rattern der Schienen und der Duft nach Kohle. All das ist für Markus pure Emotion. Das sind die tollen Momente. Genau das. Fangt man da früh an, richtet man alles her, fängt bei null an. Jetzt haben wir unseren, wie man sieht, jetzt haben wir einen vollen Druck. Die Leute sind alle da, jeder hat eine gute Gaudi. So ist es nicht arbeiten geht. Nach 1 Stunde tuckert die historische Dampflok im Zielbahnhof ein. Wer genauso viel Spaß bei der Arbeit haben möchte wie Markus, kann immer freitags im Sommer selber Lokführer spielen. Zurück in Tirol. Das Timmelsjoch ist mit 2500 Metern die zweithöchste Passstraße Österreichs. Ein Paradies für alle, die gerne in herrlicher Landschaft bergauf und bergab cruisen. Ich bin der Attila. Ich bin der Alban.
Und bei uns geht's hoch her. Die 53-jährigen Zwillinge betreiben in Hochgörgel das Top Mountain Motorcycle Museum, das höchstgelegene Europas. Hier stehen 300 historische Motorräder aus der ganzen Welt. Zum Beispiel der Nachbau des ersten serienmäßig produzierten Motorrads. Eine Hildebrand und Wolf Müller aus dem Jahr 1894. Oder das teuerste, eine Brawl Superior aus den 30ern. Der Rolls-Royce unter den Motorrädern, wert 1 Million Euro. Mit dem Museum haben sich die beiden einen Traum erfüllt. Das Museum steht kurz vor der Sommereröffnung. Die Brüder überzeugen sich persönlich, dass alles perfekt dasteht. In der Jugend ist so, dass wir in Hochgörgel hier gar nichts hatten. Und dann hat sich irgendwann mal unser Vater erbarmt. Die Sandkiste ist nämlich eingefroren und wir leben ja hier auf 2150 Metern. War der ganze Berg eigentlich für uns und was ist eigentlich das Naheliegendste, mal so eine Crossmaschine, nicht? Wir hatten dann zuerst eine ganz kleine und dann halt natürlich immer steigernd, hauptsächlich auch in dem Trailbereich. Und da kam natürlich dann die große Liebe zum Motorradfahren. Nicht? Ihr Geld verdienen sie mit Hotels, Bergbahnen und den Mauteinnahmen der Timmelsjoch-Hochalpenstraße. Bevor wir die Idee hatten, das Motorradmuseum zu machen, haben wir schon selber gesammelt. Ja. Also wir hatten schon 20 Motorräder, also in einer Klasse, wo vielleicht auch nicht jeder hat, vor allem vom Alter her, weil unser Hobby ist eben mit den alten Motorrädern zu fahren. Und da bin ich also ein paar Mal nach Kanada geflogen und habe also da war der Dollar relativ günstig, habe da relativ, sage ich jetzt mal, um einen halbwegsen Preis Motorräder immer kaufen können, vor allem besondere. Die Brüder sind längst noch nicht fertig. Ihre Sammlung wollen sie in den nächsten Jahren verdoppeln und damit zum besten Motorradmuseum in Europa werden. Wir versuchen, das möglichst in einem guten Zustand zu kaufen, so wie diese Sechszylinder Benelli. Man, das war auch eine Ikone, brauchen wir nicht reden. Dreizylinder Laverda mit 1200 Kubik. Also wenn ich da die anstarte, ja, dann geht es mal richtig rund hier. Ja. Bianchi, wunderschön. Das ist wie gemacht wie eine, sag jetzt mal, wie eine Schweizer Uhr. Ja. Also sowas gehört einfach in ein Museum. Und dann natürlich, sage ich jetzt mal, sicherlich einer der absoluten Stars der Ausstellung ist die MV Agusta 750S. Also wer die sich damals leisten konnte, vier Zylinder, ja, vom Allerfeinsten, der sich diese damals, der war der richtige Boss. Das Untergeschoss des 3000 Quadratmeter Gebäudes ist für Sonderausstellungen reserviert. Gerade bereiten die beiden eine über Indian Motorcycle vor. Neben Harley-Davidson die zweite große Motorradmarke der USA. Attila konnte ein ganz besonderes Modell für die Ausstellung gewinnen. Macht sie auf da und ich gehe drüben. So. Einer sollte heben, Alban. Schön schnell einer. Okay. Muss man die Ventile auslupfen. In dem Alter hat die ja keine Kupplung mehr. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Mach ich. Ja. Mach ich. So. Aha. Aber das ist jetzt da runtergegangen. Schau mal, dann muss man das da machen. Warte mal schon ein bisschen her. So. Ja. Aber. Ich muss zusammen. Jetzt ist es nicht ganz egal. So. Jetzt. Ja. Jetzt haben wir es. Passt. Jetzt geht's wieder. Problem gelöst. Das gute Stück im Wert von 100.000 Euro kann auf seinen Platz. Ja, jede kommt woanders her. Die kommt jetzt aus. Von einem Sammler aus Bad Aussee, das ist in der Steiermark. Und was wäre eine Indien-Ausstellung ohne eine Camelback? Die Camelback waren die frühesten Indien. Diese ist von 1905, musst du dir vorstellen. Und super Zustand, also die geht auch sogar. Ja. Der Kreis schließt sich, hier ist 1905, hier ist 1911, 1917 Power Plus. Und so geht es weiter, da kommen dann schon die frühen Scout und dann die ganzen Chiefs. Und hinten Indien vor. Also wir haben eine richtige tolle Indien-Ausstellung, ich sage jetzt mal mindestens 45 alte bis 1953 haben wir hier zusammengesammelt. Hat es in Europa noch nie gegeben, einzigartig.
Die Maschinen kommen größtenteils von privaten Sammlern. Die Zwillinge kennt fast jeder in der Szene. Ihnen ist wichtig, eine Marke möglichst vollständig zu präsentieren. Diese ganzen zusammenzubringen, das braucht schon ein bisschen, weil man muss sich vorstellen, 45 alte Indien, bis man die alle zusammen hat, da muss man schon ein paar Mal telefonieren und ein paar Mal irgendwo hinreisen. Und irgendwann ist dann die Ausstellung da und dann ist man natürlich auch stolz drauf. Das Wetter könnte heute nicht motorradunfreundlicher sein. Dennoch wollen die beiden eine Runde mit den Oldtimern drehen. Die Auswahlmöglichkeiten lassen das Herz jedes Motorradfans höher schlagen. Attila hat sich für eine Indian 4, Baujahr 1940, entschieden. Alban für eine alte Kawasaki aus den 80ern. Die Motorräder gehören ja auch bewegt. Das ist ja auch, ich sag jetzt mal, auch ein großes Hobby von uns. Aber es tut natürlich den Motorrädern gut. Ja. Jeder Dichtung tut es gut, allen Leitungen tut es gut. Und mir tut es auch gut. Ja, also das ist die Kawasaki Z1000. Eigentlich liegt das Herz wirklich bei diesem Motorrad, weil das meine erste richtige Straßenmotorrad ist. Das habe ich mit 18 Jahren gekauft und war natürlich seitdem nie mehr verkauft. Gott sei Dank habe ich nie in einem Stadel immer stehen gehabt und habe sie dann zum 30-jährigen Jubiläum restauriert und läuft hervorragend. Nieselregen auf Tour. Für die umtriebigen Zwillinge aus dem Ötztal geht es immer weiter. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns weiterentwickeln können. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelungen und sicher unser Ansporn, sagen wir mal, dass wirklich, sagen wir mal, die zwei Scheiberbrüder, die haben sich wirklich in ihrem Leben was einfallen lassen. Die sind wirklich rührige Burschen gewesen. Die haben was weitergebracht und so sollen wir in diesem Motto wollen wir natürlich auch weitermachen. Innsbruck ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Tirols. Umrahmt von Bergen bietet die Landeshauptstadt Freizeitmöglichkeiten vom Feinsten. Wahrzeichen der Stadt ist das mit 2600 vergoldeten Kupferschindeln gedeckte goldene Dachl. Und die Skischanze von Star-Architektin Zaha Hadid. Was wäre Tirol ohne Tiroler Hut? Einer der letzten Hersteller der originalen Trachtenhüte ist die Hutmanufaktur Held im Innsbrucker Burggraben. Seit 1892 ist der Betrieb in Familienbesitz. Senior Albert legt großen Wert auf Tradition. Mein Vater und mein Großvater sind nur mit Hut gegangen. Und auch ich gehe nur mit Hut. Im ganzen Winter wird man mich nicht ohne Kopfbedeckung sehen. Ja, ich bin begeisterter Hutträger. Und ich mache es auch gern. Die Geschäftsführung hat inzwischen Sohn Lorenz übernommen. Vater und Sohn arbeiten trotzdem immer noch mit Leidenschaft zusammen. Im Prinzip vom Material schaut er am Anfang so aus. So kriegen wir schon, ihn schon in einer konischen Form, schon, dass es für uns, für den Kopf her, vom Arbeiten leichter geht. Heute muss ein bestellter Hut fertig werden. Die Ausgangsform bearbeiten sie mit Dampf, um den Filz weicher und formbarer zu machen. Jede Musikkapelle hat fast eine eigene Form. Sprich, sie haben eine eigene Kopfform und sie haben eine eigene Randform. Und das zusammen ergibt dann den Hut. Und dementsprechend müssen wir halt wirklich sehr viele Formen immer parat haben. Vor allem vor wichtigen Trachtenfesten stapeln sich die Bestellungen. Lorenz fertigt gerade einen typischen Zillertaler Hut. Der trocknet jetzt circa bei 80 Grad, lassen wir sie 3 bis 5 Stunden. Je nachdem, wie es ist. Im Winter müssen wir es mehr einschalten, im Sommer logischerweise weniger einschalten. Da wird einfach der Filz getrocknet, dass er nachher sozusagen erstarrt und nachher die Form behaltet, wenn wir ihn runtermontieren. Die traditionelle Herstellung eines Hutes erfordert viele einzelne Arbeitsschritte.
Das hat seinen Preis. Dafür stimmt am Ende auch die Qualität. Die Tiroler sind prinzipiell alle sehr traditionell. Die Traditionen, die wir haben, ich glaube, die sind uns sehr wichtig und deshalb bewahren wir sie auch. Und man merkt, dass sehr viele Leute stolz drauf sind, mit der eigenen Tracht zu kommen, die auch wirklich zum Teil sehr, sehr schön sind. Die kommen aus den unterschiedlichen Tälern her, die wollen einfach zeigen, schau, ich habe eine Ötztaler Tracht, Wipptaler Tracht. Und das, glaube ich, ist schon ein Teil unserer Tradition, dass wir einfach stolz auf das sind. Wer einen neuen Hut bei Helz bestellt, erwartet Perfektion. Lorenz kontrolliert das neue Modell genau. Ein Hut muss schließlich perfekt sitzen. Und dann schneidet man ihn genau auf die Größe, wie er sein soll. Das ist Millimeterarbeit. Zum Beispiel ist es jetzt für diese Kundschaft so, dass die eine Randbreite von 88 mm will. Die Form und Gestaltung der Trachtenhüte wird von Generation zu Generation weitergegeben. Vater Albert hat die Erfahrung, Sohn Lorenz ist die Zukunft. Wenn es nach den beiden geht, soll es die Manufaktur noch lange geben. Also was mit meiner nächsten Generation ist, an der plane ich noch. Prinzipiell glaube ich schon, es wird nicht leicht, aber ich glaube, dass so gewisse alte Handwerker schon bestehen bleiben, solange der Markt da ist. Und bei uns werden die Musikkapellen, die Schützentrachtenvereine, die werden nicht aussterben. Zumindest einmal sage ich jetzt für mich und die nächste Generation, etwas danach ist, das soll so sein. Zurück in Tirol. Beim wichtigsten Trachtenfest Österreichs wird heute das schönste Braunvieh der Gegend gekürt. Andrea hofft auf einen Sieg für Kuh Silvia. Hallo Silvia! Los geht's! Die Kuhdame geht zum ersten Mal ins Rennen. Ich gebe jetzt ein bisschen Öl auf die Euter, dass das schön glänzt. Ah, sie hat ein sehr schönes Euter. Letzte Schönheitsmaßnahmen vor Silvias großem Auftritt. Bei der Gauderschau wird die Miss Gauder gekürt. Die schönste Kuh vom Zillertal heute. Die schönste Braunviehkuh vom Zillertal wird gekürt. Und natürlich möchte jeder Züchter sein Vieh von der besten Seite präsentieren. Für Andrea ist ihre Silvia die absolute Favoritin. Ein Topmodel. Ein Topmodel in der Braunviehzucht. Das Team um Bauer Reinhard Fankhauser aus dem Tuxertal ist zuversichtlich. Zu Recht. Reinhard hat schon viele Preise mit seinen Tieren abgeräumt. Kandidatin Silvia soll sein nächster Star werden. Das Gauderfest ist eine Sensation. Wir haben total glücklich, dass der Wettergott gut gesinnt ist zu uns. Wir haben keinen Regen. Das Wetter ist ideal für die Tiere. Die Stimmung ist sensationell. Bauer gut drauf, Kuh Silvia herausgeputzt. Was kann da noch schiefgehen? Ich hoffe mal, dass es gut geht, dass wir vorne dabei sind. Aber das werden wir sehen. Der große Moment ist gekommen. Jeder präsentiert sein aufgehübschtes Braunvieh und hofft und bangt unter den strengen Augen der Jury. Siegerin, für mich hier Katalog Nummer 61, bitte Antal Osterlaus für diese kapitale Kuh. Die Mühe hat sich gelohnt. Kandidatin Silvia hat die erste Runde gewonnen. Das Team ist euphorisch. Sensationell ist gelaufen. Die Silvia hat den Gruppensieg erreicht. Und jetzt muss sie dann ins Finale um den Kampf und den Titel der Miss Gauder. Wir fiebern schon alle mit, ich bin schon ganz nervös. Am Ende zählt der Geschmack der Jury. Der andere steht auf dicke, kleine und der andere bevorzugt lieber dünnere und größere. 550 Kilogramm Gewicht und ein wunderschönes Euter. Kann Reinhards Kuh die Jury überzeugen? Diesmal leider nicht. Wir waren uns hier beide einig. Also die Champion, die 233, eine fabelhafte Kuh. Team Silvia trägt's mit Fassung.
Ich bin mehr als zufrieden. Also, ich bin überglücklich. Die Silvia ist bei den Erstlingskühen gesamt Zweite geworden. Das ist ein sehr großer Erfolg, weil das ist einfach Braun für Tiere sieht man auch auf höchstem Niveau. Tirol. Das Herz der Alpen ist immer eine Reise wert.